Hallo zusammen. Willkommen zu unserem dritten Treffen. Heute wollen wir uns weiter mit dem Thema Religionskritik beschäftigen. Und zwar wird es heute um einen Vorwurf gehen, der auch außerhalb philosophischer Diskussionen relativ häufig zu hören ist. Und zwar lautet dieser Vorwurf: Religion ist gefährlich. Religion ist schädlich. Nun, Religionen haben im Lauf ihrer Geschichte ganz offensichtlich unsagbares Leid angerichtet. Denken Sie an Religionskriege und Kreuzzüge, denken Sie an religiösen Terrorismus, denken Sie an die Unterdrückung von Andersgläubigen, denken Sie daran, wie sich Religionen Aufklärung und Fortschritt in den Weg gestellt haben, wie sie soziale Reformen blockiert haben und was Ihnen noch so alles da einfallen mag. Lassen wir mal zwei berühmte Verfechter dieses Vorwurfs der Schädlichkeit der Religion zu Wort kommen. Das eine ist Bertrand Russell. Bertrand Russell hat im Jahr 1927 einen berühmten Vortrag gehalten, der den Titel trägt: Warum ich kein Christ bin. Und in diesem Vortrag so ziemlich alle Geschütze gegen das Christentum aufgefahren, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und natürlich geht er auch auf die Frage nach der Schädlichkeit des Christentums ein. Er schreibt da drin, Sie finden das auch in Ihren Unterlagen: Die Grausamkeit war umso größer und die allgemeine Lage umso schlimmer, je stärker die Religion einer Zeit und je fester der dogmatische Glaube war. In den sogenannten Epochen des Glaubens, als die Menschen an die christliche Religion in ihrer vollen Ganzheit wirklich glaubten, gab es die Inquisition mit ihren Foltern, wurden Millionen unglückseliger Frauen als Hexen verbrannt und im Namen der Religion an unzähligen Menschen alle erdenklichen Grausamkeiten verübt. Sie sehen, Russell denkt hier also vor allen Dingen an Grausamkeit und an Gewalt, die im Namen von Religion verübt worden sind, und fasst das als die Schädlichkeit der Religion auf. In eine etwas andere Richtung geht das nächste Zitat, das wir uns anschauen wollen. Das stammt von Richard Dawkins, dem Bertrand Russell des 21. Jahrhunderts. Das ist, glaube ich, sehr schmeichelhaft für ihn, das sozusagen. Der schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn: Als Naturwissenschaftler stehe ich dem Fundamentalismus feindselig gegenüber, weil er das Unternehmen Wissenschaft aktiv torpediert. Er lehrt uns, unsere Meinung nicht zu ändern und kein Interesse an spannenden Dingen zu haben, die man durchaus in Erfahrung bringen könnte. Er untergräbt die Wissenschaft und schwächt den Verstand. Also Dawkins betont jetzt hier eher den Schaden, den Religion durch das Blockieren des Fortschritts, durch die Behinderung der Vernunft anrichtet. Prinzipiell haben wir es hier mit zwei verschiedenen Formen von Übeln zu tun, die Russell und Dawkins zur Sprache bringen. Das eine ist das Schlechte, was die Religion anrichtet. Das andere ist das Gute, das durch die Religion verhindert wird. Nun, was ist von diesem Vorwurf zu halten? Auf der einen Seite, dass Religion bei vielen Übeln in der Welt eine wichtige Rolle spielt und dass Menschen im Namen von Religion schreckliches Leid angerichtet haben. Das steht außer Frage, denke ich. Allerdings, so pauschal, wie wir es jetzt hier formuliert haben, kann man diese Kritik nicht stehen lassen. Wir müssen uns vielmehr genauer anschauen, wie eigentlich dieser Vorwurf, Religion ist gefährlich, zu verstehen ist. Und dazu möchte ich an insgesamt drei Punkten mal nachhaken. Der erste Punkt, die erste Nachfrage: Was ist eigentlich die Ursache der Übel? Religionen an sich sind Abstraktionen. Religionen sind abstrakte Gebilde und können selbst nichts tun. Die einzigen, die etwas tun können, die wirklich handeln können, das sind einzelne Menschen, konkrete Personen. Und nur diese einzelnen Personen können auch die Ursache von irgendwelchen Übeln sein. Wer trägt denn dann eigentlich die Verantwortung für diese Übel? Ist es die Religion als ein abstraktes System oder ist es der einzelne Mensch? Es wäre jetzt allerdings an der Stelle reichlich einfach zu sagen, naja, dann sprechen wir halt die Religionen von allen Vorwürfen frei, denn schließlich können sie gar nichts tun, sie können nichts verursachen, weil sie keine Entitäten in Raum und Zeit sind, sondern nur Abstraktionen. Und alle Verantwortung für alle sogenannten religiösen Übel dieser Welt kommen einzelnen Individuen zu. Also wie gesagt, das wäre ein bisschen zu einfach. Da würden wir die Religionen allzu schnell vom Haken lassen. Religion ist ja ein relevanter Faktor in der Entscheidung einzelner Menschen. Also wer sich beispielsweise entschließt, in den Krieg gegen die Ungläubigen zu ziehen oder so etwas, der ist verantwortlich für diese seine eigene Entscheidung. Aber
die religiösen Überzeugungen, die dieser Mensch mit sich bringt, das religiöse Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, die beeinflussen natürlich diese Entscheidung. Das heißt, beides muss berücksichtigt werden. Die Religion, die einen Einfluss auf die Entscheidung des Einzelnen nimmt, und die Entscheidung des Einzelnen selbst. Nun, wie weit muss denn jetzt aber der religiöse Einfluss gehen, damit wir wirklich von religiösen Übeln sprechen können? Das ist nicht so wirklich klar. Nehmen Sie ein Beispiel. Wir haben zwei Nachbarn, Tom und Sam. Tom ist Christ, Sam ist Jude. Tom ist neidisch auf seinen Nachbarn Sam. Warum? Weil Sam offensichtlich viel mehr Geld hat als Tom. Natürlich könnte man sagen, ja, da spielt wohl auch so ein latenter christlicher Antisemitismus eine Rolle bei diesem Neid auf den Reichtum seines Nachbarn Sam, den Tom empfindet. Aber wahrscheinlich wäre Tom auch neidisch auf seinen Nachbarn, wenn der Nachbar ein Christ wäre. Können wir also in diesem Fall hier schon von einem religiösen Übel sprechen? Also ist das ein religiöses Übel, dieser Neid, oder hat das vielmehr ganz andere Ursachen? So wirklich klar ist es nicht, wo wir hier die Grenze ziehen sollten, das heißt, wie intensiv der Einfluss auf das Handeln des Einzelnen sein muss, den die Religion ausübt. Die zweite Nachfrage ist wahrscheinlich die schwierigste. Sie lautet, was ist eigentlich mit Religion gemeint, wenn wir sagen, Religion ist schädlich? Sie erinnern sich wahrscheinlich, ganz am Anfang hatten wir über die Frage gesprochen, wie kann man Religion definieren? Jetzt geht es allerdings hier an der Stelle nicht so sehr um das Problem, ist der Sozialismus eine Religion, ja oder nein, sondern um die Frage, die wir da auch mal angerissen haben, wie kann man eigentlich Religion von anderen Aspekten der Kultur abgrenzen? Kann man das überhaupt machen? In diesem Falle hier müssten wir das auf jeden Fall tun. Denn wenn wir behaupten wollen, dass es sowas wie spezifisch religiöse Übel gibt, dann müsste es auch klar sein, wie man die Religion und ihre Übel von allen anderen Teilbereichen einer Kultur abgrenzen kann. Nehmen Sie mal folgendes Beispiel. In vielen traditionellen Religionen gibt es sowas wie patriarchale Strukturen. Das heißt, es gibt Lehren in diesen Religionen, die behaupten, dass es so etwas wie eine gottgewollte Unterordnung der Frau unter den Mann gibt. Ist das jetzt ein religiöses Übel oder nicht? Wenn es ein religiöses Übel wäre, müssten wir ja sagen, dass diese patriarchalen Strukturen alleiniges Produkt der Religion sind und eben nicht der Kultur oder der Gesellschaft, in der diese Religion verwurzelt ist. Hier haben wir so ein richtiges klassisches Henne- und Ei-Problem. Was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Existieren diese patriarchalen Strukturen in der Religion, weil sie in der Gesellschaft ohnehin vorhanden sind und sich nur in der Religion jetzt so ausdrücken? Oder existieren sie in der Gesellschaft, gerade weil die Religionen sie lehren und so in der Gesellschaft implementiert haben? Die Antwort auf diese Frage ist mal wieder alles andere als klar. Weiter müssen wir uns fragen, welcher Teilaspekt von Religion ist denn eigentlich das Problem? Denken Sie nochmal zurück an unsere erste Sitzung. Da hatten wir vom multidimensionalen Ansatz gesprochen bei der Definition von Religion. Das heißt, Religion ist ein vielschichtiges Phänomen. Man kann es nicht auf ein einzelnes Wesensmerkmal reduzieren, sondern Religion manifestiert sich in vielen verschiedenen Dimensionen. So, aber welche dieser Dimensionen sind denn jetzt relevant für die Frage, ist Religion schädlich, ja oder nein? Sind es die religiösen Lehren, die vielleicht uns lehren, die Vernunft zu ignorieren? Oder sind es bestimmte religiöse Praktiken, die dann vielleicht eine Unterdrückung Andersgläubiger mit sich bringen? Oder sind es die religiösen Institutionen, die Kirchen und so weiter, die politische Macht ausüben und dadurch vielleicht Übel verursachen können? Ist Religion also insgesamt schädlich oder sind nur einzelne Aspekte von Religion schädlich? Auch das eine Frage, die man klären müsste. Nun, und dann, wenn wir schon mal dabei sind, fangen wir noch an, ein bisschen weiter zu differenzieren. Müsste man nicht eigentlich auch dann den Begriff Religion aufspalten und nach einzelnen Religionen unterscheiden? Es gibt ja nicht die Religion an sich, sondern nur konkrete Religionen, Christentum, Islam, Buddhismus und so weiter und so fort. Auf den ersten Blick scheint es hier ja durchaus Unterschiede zu geben, wie schädlich die jeweiligen Religionen sind. Also der Buddhismus und zum Beispiel der Jainismus sind insgesamt relativ friedlich und neigen deutlich weniger zu Gewalt als andere Religionen, wie zum Beispiel das Christentum oder der Islam. Hier kommt es, glaube ich, darauf an, welchen Aspekt der Religion man betrachten möchte. Nun, wenn man Religion primär als ein
Hindernis für den Fortschritt oder ein Hindernis für die Ausübung der Vernunft sieht, dann könnte man argumentieren, dass in der Hinsicht alle Religionen gleich sind, weil sie beispielsweise Dogmatismus und irrationalen Glauben lehren, wenn sie das denn tun. Eine Frage, die wir später noch stellen müssen. Wenn man allerdings das Gewaltpotenzial einzelner Religionen betrachtet, dann muss man sagen, klar, hier gibt es deutliche Unterschiede. Eine These, die von vielen vertreten worden ist, in letzter Zeit nochmal wiederholt von dem Ägyptologen Jan Assmann, der gesagt hat, im Monotheismus wohnt ein ganz besonderes Gewaltpotenzial inne, das andere Religionen so nicht haben. Wir sehen aber auf jeden Fall, das Pauschalurteil zu sagen, Religion an sich ist ein Übel, das kann man so einfach nicht aufrechterhalten, sondern man muss schon schauen, von welchen Religionen man eigentlich redet. Wo wir schon am Differenzieren sind, müssten wir nicht eigentlich dann auch innerhalb einer bestimmten Religion differenzieren? Können wir denn einfach so das Christentum von heute und das Christentum der frühen Neuzeit miteinander vergleichen oder in eins zusammenfassen? Nehmen wir als Beispiel die Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit. Die sind garantiert ein Produkt des Christentums. Das Christentum ist ein maßgeblicher, kausaler Faktor in diesen Ereignissen gewesen. Aber muss sich denn das heutige Christentum des 21. Jahrhunderts für diese Verfehlungen des Christentums im 16. und 17. Jahrhundert rechtfertigen? Auch das eine Frage, auf die die Antwort nicht unmittelbar auf der Hand liegt. Schließlich noch ein letzter Punkt in dieser langen Differenzierungsorgie. Müssen wir nicht eigentlich auch noch unterscheiden zwischen authentischen und weniger authentischen Ausprägungen von Religionen? Der Vorwurf, dass Religion schädlich ist, der darf sich ja eigentlich nur gegen echte religiöse Übel richten, also nicht gegen solche, die aus einem Missbrauch oder aus Missverständnissen der Religion entstehen. Bloß, wo ziehen wir denn dann die Grenze? Also wo verläuft die Grenze zwischen authentischen und nicht authentischen Formen von Religion? Wenn wir diese Grenze ziehen und sagen, das ist das wahre Christentum, das ist das falsche Christentum, wenn wir diese Grenze ziehen, dann laufen wir ganz schnell Gefahr, mit Hilfe dieses Begriffs authentisch all die Formen von Religion auszuschließen, die gerade problematisch sind. Indem wir einfach sagen, ja, alles das, was schlecht ist, na, das ist dann eben nicht das wahre Christentum oder nicht der wahre Islam, das zählt nicht, das dürfen wir nicht beachten. Es wäre falsch und naiv, immer dann, wenn eine Religion zur Gewalt aufruft, oder wenn sie Andersgläubige verfolgt, zu sagen, ja, aber das ist nicht die wirkliche Religion. Bloß, wie trennen wir denn dann zwischen der richtigen, der authentischen und der falschen, unauthentischen Variation von Religion? Schließlich und letzten Endes Frage Nummer 3. Welche Übel müssen wir eigentlich in Betracht ziehen, wenn wir uns fragen, ist Religion schädlich? Nun, nehmen Sie als Beispiel die Unterdrückung der amerikanischen Ureinwohner durch die europäischen Kolonialmächte, die Zwangsmissionierungen, Zwangschristianisierungen, die es in Nord- und Südamerika gegeben hat. Das hatte sicherlich religiöse Gründe, aber eben nicht nur, sondern auch wirtschaftliche Gründe, politische, nationalistische und so weiter und so fort. Religion ist da ein Faktor unter vielen anderen. Zählt das dann als ein religiöses Übel? Oder können wir nur solche als religiöse Übel zählen, bei denen Religion auch die alleinige Ursache dieser Übel ist? Wie soll man das rausfinden? Nun, die naheliegendste Antwort wäre zu sagen, wir müssen uns die Frage stellen, hätte es das auch gegeben, wenn es keine Religion gegeben hätte? Und wenn wir zum Schluss kommen, ohne Religion hätte es diese Übel nicht gegeben, nun, dann wird wohl Religion die Ursache gewesen sein. Oder zumindest, wenn es nicht die einzige Ursache gewesen ist, die wichtigste Ursache, die zu diesen Übeln geführt hat. Bloß, so schön das alles klingt, hier kommt ein fieses Problem aus der Sprachphilosophie um die Ecke, nämlich die Tatsache, dass kontrafaktische Konditionale keinen Wahrheitswert haben. Kontrafaktische Konditionale, das ist ein etwas hochtrabender technischer Ausdruck für was wäre, wenn. Nehmen Sie als Beispiel, wir fragen uns, wenn Angela Merkel und Boris Johnson Landsleute wären, wären sie dann Deutsche oder wären sie Engländer? Auf diese Frage gibt es keine sinnvolle Antwort. Wenn es keine Realität gibt, die das festlegt, könnten wir uns denken, ja, dann wären beide Deutsche oder dann wären beide Engländer oder beide wären Spanier oder beide wären Taiwanesen. Alle dieser Möglichkeiten sind prinzipiell denkbar. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage. Und genauso läuft das dann, wenn wir uns die Frage stellen, hätte es diese Übel ohne Religion auch gegeben? Hätte es ohne das Christentum Hexenverbrennungen gegeben? Die Antwort ist, wer weiß.
Kann man jetzt also angesichts dieser ganzen Nachfragen sagen, dass Religion schädlich ist? Ich will den Versuch einer Antwort auf diese Frage jetzt mal wagen. Ich würde sagen, ja, es gibt so etwas wie religiöse Schädlichkeit. Das heißt, es gibt Übel, die man berechtigterweise bestimmten Religionen in die Schuhe schieben darf. Das sind Übel, die durch das Handeln einzelner Menschen verursacht werden oder ganzer Gruppen von Menschen. Religionen als abstrakte Systeme, die verursachen nichts, das ist zugestanden. Aber die religiösen Überzeugungen dieser einzelnen Menschen, die die Ursache der Übel sind, die religiösen Überzeugungen dieser einzelnen Menschen und die religiösen Institutionen, in denen diese Menschen eingebunden sind, die Kirchen, die Glaubensgemeinschaften und so weiter, die sind ein relevanter Faktor in der Motivation, so zu handeln. Also der Selbstmordattentäter oder der Kreuzzügler kommen nicht aus dem luftleeren Raum. Sie kommen aus einer religiösen Gemeinschaft, die bestimmte Institutionen, bestimmte Überzeugungen hat, die das Handeln und Denken und Entscheiden dieser Leute prägen. In den allermeisten Fällen ist Religion nicht die einzige Ursache. Sehr oft wird sie einfach nur ein Faktor unter vielen sein. Aber die Religionen stellen bestimmte Motive, bestimmte Anreize bereit und ermöglichen daher durch ihre Lehren und Institutionen ein solches verderbliches Handeln. Also wer demjenigen, der in den Heiligen Krieg zieht, das Paradies verspricht oder die Auferstehung und Gemeinschaft mit Gott im Paradies, der gibt eine gewisse Motivation zu solchem Handeln, das letzten Endes zu religiösen Übeln führen wird. Die Verantwortung für diese Handlung, ja, die liegt natürlich beim Einzelnen letzten Endes, ganz klar. Aber wir sind berechtigt, als externe Beobachter diese Systeme, diese religiösen Systeme als Ganze zu kritisieren, die solche Handlungen erst ermöglichen. Und hier kann man sicherlich sagen, es gibt bestimmte Systeme, die mehr oder weniger schädlich sind, weil sie mehr oder weniger starke Motivationen zu schädlichem Handeln setzen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt religiöse Übel. Ja, es gibt Fälle, in denen man berechtigterweise sagen kann, mit gewissen Qualifikationen, dass Religion schädlich ist. Nun, wie kann man, wenn dieser Vorwurf einmal im Raum steht, darauf reagieren? Drei Antwortmöglichkeiten möchte ich Ihnen hier vorschlagen und kurz diskutieren. Antwort Nummer eins: Das ist doch nur ein Missbrauch der Religion. Das ist eine sehr beliebte Antwort auf diesen Vorwurf, aber sie taugt nichts. Sie enthält nämlich einen klassischen Denkfehler, der unter dem Namen No True Scotsman bekannt geworden ist, kein echter Schotte. Versuchen wir es an einem Beispiel zu erläutern. Also nehmen Sie an, jemand behauptet in einer Diskussion, der Islam verbietet den Suizid. Deswegen würde ein Muslim niemals Selbstmord begehen. Jemand anderer entgegnet ihm, ja, aber es gibt doch islamische Selbstmordattentäter. Und er würde antworten dann, naja, aber das sind dann eben keine wahren Muslime. Eine Diskussion, die in dieser oder ähnlichen Form sicherlich sehr oft geführt wird, aber sie scheitert, sie funktioniert nicht. Der Fehler an der Stelle ist nämlich, dass wir unter der Hand langsam und heimlich die Bedeutung des Wortes Moslem geändert haben. Zuerst in der Behauptung, ja, ein Muslim würde niemals Selbstmord begehen, bedeutet das Wort Moslem ungefähr das, was wir so im Alltag auch darunter verstehen, also eine Person islamischen Glaubens. Aber dann im nächsten Satz, wenn wir sagen, das sind keine wahren Muslime, dann ändert sich die Bedeutung dieses Wortes durch das kleine Wörtchen wahr. Nämlich insofern, als dass diese Einschränkung wahrer Muslim genau das ausschließen möchte, was der Kritiker vorwirft. Wenn ich also von wahren Muslimen spreche oder von wahren Schotten oder von wahren Christen oder von was weiß ich nicht noch allem, was wahr sein kann, dann bastle ich mir meinen Begriff so zurecht, dass er gegen jede Kritik immun wird. Wahr dient also nur als Schutzschild gegen diesen Vorwurf, der einfach pauschal alles das ausschließen soll, was einem vorgeworfen wird. Das heißt, zu sagen, das ist doch alles nur ein Missbrauch, ist nichts weiter als eine Immunisierungsstrategie. Und überhaupt, was ein Missbrauch einer Religion ist, das ist relativ schwer objektiv zu entscheiden. Die Kreuzzügler und Terroristen dieser Welt sind nämlich gerade nicht der Ansicht, dass das, was sie da tun, ein Missbrauch der Religion ist, sondern dass das vielmehr die authentischste Form überhaupt ist, ihre eigene Religion zu leben. Versuchen wir es mit der zweiten Antwort. Antwort Nummer zwei lautet: Aber die Religion hat doch auch so viel Gutes getan. Prinzipiell ist das richtig.
Religionen haben zum Beispiel Fürsorge und Nächstenliebe gelehrt, sie haben wohltätige, karitative Organisationen begründet, sie haben großartige Kunstwerke inspiriert und teilweise auch finanziert. Das ist ein Punkt, den muss man erstmal einfach anerkennen und zugestehen, dass dem so ist. Man muss das ebenso anerkennen wie das Gegenteil. Bloß, selbst wenn das so ist, und es ist so, das macht die Übel ja nicht ungeschehen. Also das Gute, was die Religionen anrichten, oder das Gute, was die Religionen bewirken, das macht nicht das Übel wieder wett, das sie angerichtet haben. Also denken Sie sich beispielsweise einen brutalen, grausamen Diktator. Der kann selbstverständlich zu Hause ein liebevoller Vater für seine Kinder sein. Was würden wir dann über diesen Menschen sagen? Macht ihn das zu einem besseren Menschen? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bleibt er ein grausamer Despot, ganz egal, wie nett er zu Hause zu seinen Kindern ist. Das eine macht das andere nicht wieder gut. Und überhaupt, die Idee scheint ja hier zu sein, man könne so eine Art Bilanz ziehen. Das heißt, man hat auf der einen Seite die Übel der Religion, auf der anderen Seite das Gute, was die Religion so getan hat, und dann kann man das Ganze gegeneinander abwägen und am Ende kommt dann raus, unterm Strich ist Religion doch irgendwie noch ganz gut. Das geht aber nicht. Wie sollen wir denn das Gute und das Schlechte der Religion miteinander vergleichen? Vielleicht kennen Sie ja aus der Ethik das Problem der Inkommensurabilität. Inkommensurabilität. Das bedeutet, es gibt keinen gemeinsamen Maßstab, um etwas zu messen. Ich versuche es Ihnen mal wieder an einem Beispiel zu erklären. Also nehmen Sie sowas Simples wie ein Maßband. Ein Maßband kann die verschiedensten Dinge messen. Man kann damit messen Gurken, Katzen, Soßenflecken, was weiß ich noch alles. Sie können alles messen. Das alles sind sehr verschiedene Dinge, aber sie sind kommensurabel. Es gibt nämlich einen gemeinsamen Maßstab für ihre Länge, also wie viel Zentimeter lang oder so etwas. Das heißt, auf die Frage, ist x länger als y, gibt es immer eine sinnvolle Antwort, egal was Sie für x und y einsetzen. Sie können alles am gleichen Maßstab messen. Das gilt aber nicht für Werte. Oder zumindest, wenn Sie eine pluralistische Werttheorie vertreten. Die Frage, ist x besser als y, hat nicht immer eine sinnvolle Antwort. Also was ist besser, Goethe oder ein Käsesandwich? Auf diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort, weil es keinen Maßstab gibt, anhand dessen man Goethe und das Käsesandwich miteinander vergleichen könnte. Genauso ist es jetzt bei Religion. Wir fragen uns dann vielleicht ja, wie viele Bach-Oratorien wiegen eigentlich einen verbrannten Ketzer auf? Und abgesehen davon, dass es eine ziemlich zynische Frage ist, ist es auch eine unbeantwortbare Frage. Es gibt keinen gemeinsamen Wert, anhand dessen man das Ganze messen könnte. Wir können nicht sagen, wie gut ein Bach-Oratorium ist und im Vergleich dazu, wie schlecht eine Ketzerverbrennung ist. Es gibt kein Lineal, das wir an diese beiden Sachen anlegen könnten, um sie zu messen. Dritter und letzter Antwortversuch. Was ist denn eigentlich mit den Übeln, die atheistische Ideologien verursacht haben? Und meistens müssen dann Hitler und Stalin dafür herhalten. Wobei man fairerweise anmerken muss, also die religiösen Überzeugungen von Hitler sind nicht so unbedingt ganz klar. Der hat durchaus auch ganz gerne die Vorsehung für sich in Anspruch genommen und hatte kein Problem damit, die Kirchen auf seiner Seite zu wissen. Und selbst bei Stalin ist die Sache nicht ganz so eindeutig, obwohl der eigentlich als Sozialist per Definition im Atheist sein sollte. Immerhin als junger Mann wollte er gerne mal Priester werden. Aber gut, nehmen wir mal an, die Sache wäre ganz klar und wir könnten eindeutig sagen, Nationalsozialismus und Sozialismus sind atheistische Ideologien. Und auch die haben schreckliche Übel über die Welt gebracht. Was dann? Nun, hier gilt genau das Gleiche wie eben. Die Fehler der anderen machen die eigenen Fehler ja nicht wieder gut. Die anderen tun es doch auch, ist niemals eine sinnvolle Entschuldigung. Der Vorwurf, um den es hier geht, lautet ja nicht, dass Religion schädlicher ist als alles andere, sondern der Vorwurf lautet, dass Religion schädlich ist. Und für diese Frage spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, wie schädlich denn irgendwelche anderen Weltanschauungen sein könnten. Diese Antwort ist also eigentlich gar kein Argument, sondern sie ist einfach nur der Versuch, vom Thema abzulenken, indem man fragt, ja, was ist denn mit den anderen? Was ist mit den anderen? Das spielt keine Rolle für unsere Untersuchung. Was andere Weltanschauungen an Übeln verursacht haben, ist für die Frage nach der Schädlichkeit von Religionen vollkommen irrelevant.
Also auch dieser dritte Antwortversuch führt ins Nichts. Wir müssen weiterhin zugestehen, die Existenz von religiösen Übeln lässt sich nicht bestreiten und lässt sich auch nicht widerlegen. Bleibt noch die Frage, was folgt denn eigentlich daraus? Heißt das, dass Religion falsch ist? Also wer den Schädlichkeitsvorwurf vertritt, ist meistens ohnehin davon überzeugt, dass Religionen grundsätzlich falsch sind. Sonst ja, würde es wenig Sinn machen, diesen Punkt zu vertreten. Aber das folgt natürlich nicht daraus. Sie erinnern sich vielleicht, beim letzten Mal hatten wir über den genetischen Fehlschluss gesprochen. Das heißt, man kann nicht von der Art und Weise der Entstehung einer Überzeugung auf die Wahrheit dieser Überzeugung schließen. Hier haben wir jetzt so etwas Ähnliches vorliegen, was wir vielleicht einen evaluativen Fehlschluss nennen könnten. Dieser evaluative Fehlschluss würde in etwa so lauten: Es ist schädlich, also kann es nicht wahr sein. Und das ist natürlich verkehrt. Nur weil etwas schädlich ist, heißt das noch lange nicht, dass es falsch sein muss. Also beispielsweise könnten Sie ja der Meinung sein, dass Ihr Chef ein Idiot ist. Das ist bestimmt schädlich, sowas zu denken. Das ist schädlich erstens für Ihre eigene geistige Gesundheit und zweitens für Ihre Karriere. Aber es kann natürlich trotzdem sehr wohl wahr sein, dass der eigene Chef ein Idiot ist. Also, das Wahre ist nicht unbedingt auch das Gute und das Schöne. Sorry, Platon. Aber was folgt denn dann aus der Schädlichkeit von Religion? Naja, dieses Argument der Schädlichkeit von Religion liefert eher so etwas wie eine Motivation, sich gegen die Religion einzusetzen. So ungefähr nach dem Motto, ja, wenn es nur ein harmloser Unfug wäre, dann könnte man es ja tolerieren. Aber die Religion ist tatsächlich gefährlich und schädlich. Deswegen muss sie bekämpft werden. Das Schädlichkeitsargument bekommt also eigentlich nur dann wirklich Kraft und Bedeutung, wenn es durch andere, unabhängige Argumente gegen die Religion gestützt wird. Das heißt, wir müssen uns noch ein paar andere religionskritische Argumente anschauen. Aber das machen wir dann ein andermal.